Wie ich euch schon in meinem Jahrplan-Video erzählt habe, habe ich für jeden Tag ein Thema und für jeden Tag einen anderen Fokus. Und am Freitag habe ich das nämlich gefilmt. Und am Freitag ist mein Koreanisch-Lerntag, weswegen ich da gerade Koreanisch gelernt habe. Womit meine Abendroutine anfängt, ist meinen Hund zu füttern. Und wie ihr seht, ich habe erstmal alles an ihm gekippt. Sehr toll. Aber das ist die erste Sache für meine Abendroutine. Und danach geht es auch schon wieder hoch. Und eine Sache, die ich jetzt seit mehreren Wochen immer abends mache, ist ein bisschen Yoga zu machen. Da ich momentan echt wenig Sport mache, da wir ja auch keinen Schulsport mehr in der Schule haben, wegen der ganzen Corona-Regelung und auch sonst jetzt im Winter, beziehungsweise halt, wenn es so schön dunkel ist und so kalt ist, auch kein weiterer Sport in meinem Leben stattfindet. Und deswegen finde ich halt abends die Bewegung ziemlich wichtig und ziemlich gut. Und ich mache da, wie ihr sehen könnt, gerne so eine Yoga-Praxis bei YouTube. Also ja, ganz simpel eigentlich. Und es klingt vielleicht komisch, aber es ist halt für mich ein mega wichtiger Part meiner Abendroutine, dass ich meine Lichter mal bediene. Denn ich habe so bestimmte Einstellungen in meinen Lichtern, die ich zu bestimmten Aktivitäten habe. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig. Und danach gehe ich dann runter und esse was. Normalerweise habe ich nicht so viel Hunger abends, aber an dem Tag gab es für uns noch richtig viele Reste vom Mittagessen und deswegen habe ich noch ziemlich viel gegessen. Und dann mache ich mich schon fertig. Also ich gehe Zähne putzen und lege meine Uhr ab, ziehe mich um und dann fange ich an, mein Zimmer so ein bisschen aufzuräumen. Ich mache da halt nicht mega, mega viel, aber ich räume, wie ich jetzt auch schon so oft erzählt habe, morgens und abends immer so 5 Minuten auf, damit ich nicht so ein riesen Chaos habe, da ich halt jeden Tag so ein bisschen mache. Und dafür kommt wieder so die Gewohnheit mit den Lichtern ins Spiel. Ich habe nämlich so die Gewohnheit, alle meine Lichter abends auszumachen und dann auch die Jalousien runterzumachen, sodass man sozusagen von außen noch ein bisschen Licht bekommt. Und mache dann immer meine Nachttischlampe an. Und dann kommt ein sehr schöner Moment des Tages. Und zwar kann ich dann meine Gewohnheiten abhaken für diesen Tag. Ich habe auf meiner Tafel so Gewohnheiten stehen, wie zum Beispiel Koreanisch lernen und lesen. Wie ihr sehen könnt, und am Abend hake ich dann ab, was ich alles so gemacht habe. Und dann bin ich leider, sag ich mal, immer noch abends am Handy. Das ist halt zwar eigentlich eine Sache, die ich mir abgewöhnen möchte, vor allem so spät abends am Handy zu sein, also so kurz vorm Schlafen zu gehen. Aber es ist eine Sache, die ich mache und das möchte ich natürlich auch nicht vorenthalten. Ja. Wofür ich mir jeden Tag Zeit nehmen möchte, ist auf jeden Fall das Lesen. Und das mache ich auch meistens abends. Und zwar dann meistens so für eine halbe Stunde ungefähr. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal natürlich auch ein bisschen mehr. Aber eigentlich so ungefähr eine halbe Stunde immer abends. Mein Ziel ist es ja, dieses Jahr 21 Bücher zu lesen, wegen 2021, 21 Bücher. Und ich denke mal, dass ich das schaffe, da ich letztes Jahr 2020 25 Bücher gelesen habe. Deswegen glaube ich schon, dass es machbar ist. Und ich glaube, so diese kleine Routine oder diese kleine Gewohnheit, jeden Abend mindestens so 10 Seiten zu lesen, ist da ziemlich hilfreich. Eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, ist abends immer ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Und ich schreibe jetzt überhaupt keinen Roman oder mega viel. Aber momentan mache ich das so, dass ich jeden Abend 3, 4, 5 Sätze aufschreibe über den Tag, die gut gelaufen sind. Oder also Dinge, die gut gelaufen sind oder nicht so gut gelaufen sind. Oder irgendwelche anderen Dinge, die ich gerne festhalten möchte. Was ich gerne viel öfter machen würde, ist Meditation. Ich zähle das zu meiner Abendroutine, da es halt einfach keine Gewohnheit ist in meiner Abendroutine, was sehr schade ist, muss ich zugeben. Ja, falls euch das auf meine Morgenroutine interessiert, könnt ihr sehr gerne mal hier oben links klicken, da kommt ihr zu meiner Morgenroutine. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald hier mal wiedersehen. Tschüss!